Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Animal Crossing. Und es ist ja ein Spiel, wo man eigentlich gar nicht, ich könnte ja keine Let's Play Reihe direkt daraus machen. Ich kann euch aber meinen Fortschritt zeigen und zwischendurch mal ein paar Tipps und Tricks geben, die ich so auf die harte Tour gelernt habe. So, schauen wir nochmal. Also, es ist viel passiert seit dem letzten Mal, denn ich habe die Insel komplett, ich habe sie komplett terraformiert, wie man so sagen will. Will ich euch mal zeigen, passt mal auf, ich mach die Karte, man kann nicht klar die Karte unten schon sehen. Aber wie man sieht, habe ich hier oben wirklich alles komplett umkernt und rechts eine kleine Stadt gebaut. Es ist noch lange nicht fertig, denn der untere Teil ist, wie gesagt, noch gar nicht so weit. Da den Fluss will ich noch ein bisschen ändern und so. Es gibt noch ein paar Sachen, die geändert werden müssen. Die drei Häuser links kommen noch, unten links kommen noch oben links hin, aber ja. Soweit. Also das hier oben ist mal meine Residenz. Ich habe hier so einen kleinen Außenbereich, ein bisschen Sand, ein Pool. Kann mich auch gerne mal ein bisschen Flezen legen, wenn man müde ist. Herrlich. So, Schaufel brauchen wir mal weg. Und hier, oh hier, schön Fußbad, ne, was man so braucht. Den Grill haben wir da, hier kann man ein bisschen schwimmen, wenn man will. Briefkasten hier, Mr. und Mr. Flamingo, oh, komm hier. Wenn Aziza schon mal da ist, dann werden wir natürlich gleich von ihnen auch mal so ein paar, wie heißt das, Teppiche und Wände kaufen. Komm, wir wollen einen mysteriösen Teppich haben. Oh, kostet 3000 Sternis. Kriegst du. So. Ja, also den kaufe ich ganz gerne immer, weil das sind wirklich abgefahrene Wände und abgefahrene Böden, die man da bekommen kann. Also wenn er bei euch auf der Insel ist, ruhig zuschlagen. Man kann eh nur immer nur einen kaufen. Und man kriegt dann, wenn man von ihm theoretisch nochmal einen normalen Teppich, den gibt es in drei Größen, kauft, dann bekommt man von ihm auch nochmal so Coupons, so Bonus-Coupons. Und die kann man einlösen mit 5 Stück. Könnte man nochmal einen Boden und noch eine Wandtapete kaufen, beziehungsweise geschenkt bekommen. Aber diese Teppiche finde ich meistens nicht so schön, die man kaufen kann. Dafür lohnt sich's aber schon, wenn man gern diese ausgefallenen Teppiche haben will. So, hier rechts habe ich meinen kleinen Boxring. Für ein bisschen Upwarming und wenn mal Leute vorbeikommen auf meiner Insel, dann gibt es hier ein kleines bisschen Sparring. So, wenn wir hier oben sind, sieht man hier die neuen Büsche, die gekommen sind mit Gerd. Gerd, der Gärtner, der hat mir die Büsche, konnte man bei ihm kaufen, habe ich gleich zugeschlagen, mitgenommen. So, guck das an hier. Zack. Ein paar Kirschen, geht mal hier runter. Achso, wir können mal hier oben bleiben. Dieser obere Bereich hier, der ist noch überhaupt nicht ausgebaut, wie man sieht. Ich habe bis jetzt hier nur die Treppe runter gemacht. Und sonst ist hier nichts. Ich muss noch überlegen, was hier hinkommt. Ich weiß es noch nicht. Mal sehen. Wenn euch das aber gefällt, zum Beispiel, wenn euch diese Gebüsche hier hinten gefallen, dann sammelt bloß Unkraut, denn aus Unkraut könnt ihr diese Büsche nachher herstellen. Die bekommt ihr sozusagen von Herrn Nook, bekommt ihr noch eine Bastelanleitung, wie ihr diese Büsche herstellen könnt. So, wir gehen mal hier rüber. Hier soll auch ein kleiner Außenbereich noch hin. Ich weiß noch nicht genau, was da passiert, aber mal sehen. Hier geht es dann runter zum unteren Bereich, wo nachher, wie auf der Karte unten zu sehen, ist sozusagen die drei anderen Häuser hinkommen sollen. Hier will ich ein kleines Dorf machen mit drei Häusern nur. Mal sehen, wie es wird. So, wir gehen so. Ja. Ups. So. Hier kann man ein bisschen rübergehen. Ich dachte, ich baue mal keine Brücke, nur kleine Jumps-Plättchen. So geht's runter, aber auf eine Doppeltreppe. Hier in der Mitte will ich noch eine Figur, eine Skulptur oder so haben. Ich muss mal sehen, ob sowas irgendwann mal kommt. Ich habe noch nichts gefunden in meinem Laden, was da so cool stehen könnte. Ich hatte erst diesen Roboter gedacht, aber den fand ich ein bisschen komisch. Ich würde schon ganz gerne eine große Skulptur oder so haben. Mal sehen. Genau. Ja, hier jetzt nicht. Genau, hier kommen wir jetzt in den Außenbereich zu meinem kleinen Dorf. Das hier ist mein kleines Dorf. Ja, hier wohnen die kleinen Teilnehmer. Hier, hallo. Hier haben die alle ihre kleinen Häuser. Hier müssen noch ein paar Accessoires hin, ein paar Außendeko-Gegenstände. Hier habe ich einen Springbrunnen gemacht. Den könnt ihr machen, wenn ihr den Trinkbrunnen-Bastelanleitung gekauft habt. Den könnt ihr den machen. Hier wohnt der Italiener. Der Italiener backt Pizza in seine Ofen. So, ja, hier sind wir schwer am Malochen, der Ludwig. Lass uns quatschen. So, ab und zu mal quatschen mit den Leuten, denn sie sind ab und zu, werden sie Depri und wollen dann einfach nicht mehr. Und wollen einfach nichts mehr machen. Ah, jetzt bin ich der Dribbler schlechthin. Zack. Ja. Weil wenn man dann mit denen nicht quatscht und so, dann sind sie deprimiert und wollen von der Insel wieder weg. Kann man natürlich machen, wenn man den einen oder anderen Bewohner loswerden will. Aber das habe ich gar nicht vor. Ich bin bis jetzt noch ganz zufrieden. Ich werde bestimmt noch mal irgendwann ein, zwei loswerden wollen. Aber erst, wenn die Insel soweit fertig ist. Ja, wie man sieht, hier so, es ist eigentlich ganz gemütlich geworden, finde ich. Da fehlen noch ein paar Bänke hier, ein paar Deko-Sachen, wie ich gesagt habe schon.
Guck mal, hier wird ein kleiner Marktplatz, da werde ich mir so ein paar Stände aufstellen. Boah. Genau, und das war's auch eigentlich schon von dieser kleinen süßen Insel. Viel mehr ist noch nicht passiert. Hier sieht man noch, dass da der Flusslauf, also der Wasserfall runtergeht. Der soll natürlich geradeaus runtergehen bis hierhin. Und ja, ich kann euch ja mal zeigen, wie das ist, wenn man den... nein, wollte ich speichern. Wenn man den Designer benutzt, den Inseldesigner. Den habe ich jetzt echt oft benutzt. Und wenn man überlegt, ich habe wirklich den kompletten oberen Bereich platt gemacht und dann wieder neu aufgebaut. Das war schon eine Heidenarbeit. Da sitzt man schon 1, 2, 3 Stündchen dran, denn das ist wirklich viel Arbeit. Es sei denn, ich bin zu blöde und es gibt irgendwie eine Art, wie ich ganze Flächen auf einmal vernichten kann, ohne dass ich einzeln alle runter- oder hochprügeln muss. Das ging mir leider nicht. So, jetzt hat man den Inseldesigner und hat man hier die verschiedenen Flächen. Man sieht, habe ich schon irgendwie alle. Aber ich kann natürlich auch eigenes Design machen. Ich kann natürlich hier so ein cooles Design auf dem Boden klatschen oder hier sowas, ne? Ist ganz witzig, wenn man selber Lust hat, noch so eigene Designs zu machen. Kann man natürlich ganz cool machen. Man kann auch große Sachen machen, indem man einfach zum Beispiel Fotos nimmt und die auf neuen Flächen zum Beispiel macht. Würde ja gehen. Das Problem ist bloß natürlich, er setzt die nicht direkt zusammen aneinander, nur wenn sie von der gleichen Art sind. So, ja, hier ist noch mein kleiner Obstgarten. Der ist auch noch nicht fertig, denn das Häuschen soll hier weg. Und deswegen, da will ich ja noch ein kleines, größeres Dörfchen machen aus diesen drei Häusern. Genau. Was habe ich euch da noch nicht gezeigt? Ach so, warte mal. Ich habe euch ja noch gar nicht gezeigt. Doch, das habe ich euch schon gezeigt. Also hier ist immer noch mein Campingplatz. Ab und zu kommen ja Camper und wenn einem den gefällt, dann bloß einen anderen loswerden und mit dem hier schnacken, dass der bleibt. Es macht wirklich Sinn, wenn man die gerne haben will. So, hier kommen wir jetzt nochmal zum Marktplatz und auch zu den Schneidern, Tina und Sina. Aber wie man sieht, ist hier nicht so viel passiert. Alles gleich gelassen. Das wird nachher alles natürlich noch verbunden. Viel weiter bin ich jetzt noch nicht gekommen. Aber, ganz kurz, ich habe da noch ein paar Sachen. Ich wollte euch etwas anderes nochmal zeigen. Na, guck mal, ich habe noch eine Anleitung hier. Gucken wir mal kurz reingehen. Ich habe mein Haus aufgeräumt und dabei eine alte Bastelleitung gefunden. Die musste ich mit wem teilen. Also, ich habe sie in die Flasche gesteckt. Versuch's. Was ist denn das? Fernost-Kissenstapel. Oh, gib mal her. Habe ich mich noch nicht. So. So, wir gehen mal kurz hier zu den Zwillingen rein, um einfach zu wissen, ob die vielleicht irgendwas haben, was ich noch kaufen will. Ab und zu kann man es ja ganz gut gebrauchen. Ab und zu haben sie auch neue Sachen da, die man echt ganz gut... Guck mal, der Teddy da. Habt ihr meine Inselmelodie erkannt? Müsst ihr nochmal hören, pass mal auf. Na, kennt ihr das? So, ich will das verkaufen. Ich habe noch bestimmt irgendwie einen Schrott noch drin bei mir. Ja, es ist die Titelmelodie von Harry Potter. Fand ich eigentlich ganz witzig. So, ich habe letzte Nacht Sterne gesehen, also beziehungsweise Sternschnuppen. Da habe ich 10 Splitter eingesammelt und einen großen Riesensternsplitter. Was können wir damit machen? Das zeige ich euch gleich, denn... Ja, ich will gar nichts verkaufen. Aber ich finde das Ding ganz cool hier. Eine Marimba für 4.000. Komm, nehmen wir mit. Ich habe angefangen, richtig viel zu kaufen, damit ich irgendwann noch später mal alles irgendwie dekorieren kann. Ja. Ihr könnt hier auch immer gerne mal reingucken bei denen. Man denkt immer, man geht da ruhig jeden Tag rein. Denn erstens bieten die so ein paar Designer-Sachen an. Das ist aber egal. Wenn man keinen Bock hat mehr zu bauen, kauft man die Sachen sich einfach, wenn man genug Kohle hat. Aber die haben... also hier habe ich auf jeden Fall die Bastelanleitung. Solltet ihr kaufen. Auch die hier, aber das habt ihr wahrscheinlich alle schon gemacht. Aber was gut ist, die haben jeden Tag andere Tapeten. Das heißt, man kann immer mal wieder Tapeten kaufen. Die nehme ich immer gerne mit, weil da hat man eine riesen Auswahl irgendwann und kann sein Haus richtig schön designen. Ich muss dazu sagen, mein Haus ist nämlich noch nicht fertig. Ich bin nicht viel weiter gekommen als beim letzten Mal. Was daran liegt, dass ich echt ewig gebraucht habe, um das Terraforming hier draußen auf meiner Insel zu machen. Ja. Ja, es gibt natürlich Leute, die wollen gerne die Ursprungsform der Insel haben. Habe ich auch nichts gegen. Finde ich auch eigentlich ziemlich cool. Es soll auch nicht so steril und zu Dings aussehen. Aber ich bin doch so ein Fanatiker von so ein paar geraden Linien und so. Deswegen habe ich das alles ein bisschen gerader gemacht, wie man sieht bei mir. Aber pass auf, ich wollte euch jetzt erzählen, was wir mit dem Sternensplitter machen. Und zwar kann man mit den Sternensplittern einen Sternenstab machen. Und den machen wir jetzt. Denn dieser Sternenstab, der kann uns dazu verhelfen, dass wir uns immer relativ schnell umziehen können. Das heißt, wir können verschiedene Outfits haben und den on the fly sozusagen wechseln. Das ist natürlich cool. Mal gucken, was ist alles herstellbar. Da. Gucken wir mal, der muss hier auf jeden Fall bei sein. Da ist er.
Den stellen wir jetzt her. Brauchen wir einen Riesensternsplitter und ein paar kleine. Da haben wir genug von. So. Ich will euch noch kurz zeigen. Kann ich jetzt nicht machen, aber ich finde es witzig. Pass mal auf. Obwohl, dieser Astronautenanzug ist ja auch irgendwie ganz geil. Aber ich mache den jetzt nicht, denn ich habe auch noch eine. Ach, das kann ich glaube ich noch nicht machen, aber ich habe eine. Ich habe von der guten Euphenia, da diese die Schwester von dem Eulenheini aus dem Museum, habe ich eine Dusche bekommen, eine Badewanne bekommen. Die sieht ziemlich geil aus. Mal gucken, ob ich die habe hier. Herstellbar? Wo ist denn die? Nee. Hä? Da muss er hier sein, ne? In Richtung. Nee. Da! Ist die nicht cool? Eine Stierbadewanne. Ich meine, wie geil ist die denn bitte sehr? Dafür brauche ich einen Stiersplitter. Wo kriege ich denn einen Stiersplitter her? Das weiß ich noch alles gar nicht. Mal gucken. Golderz habe ich auf jeden Fall. Sternsplitter habe ich auch genug. Aber den Stiersplitter brauche ich noch. Keine Ahnung. Mal sehen. Vielleicht aus dem Sternkreiszeichen im Himmel, dass wenn man einen Sternschnuppe sieht, dass man da irgendwie. Aber ich weiß es nicht. So, wir werden mal diesen Stab ausprobieren. Gucken wir mal. Zack. Rüsten wir mal aus. Du hast bisher keine Ausweis gespeichert. Nein, was denn da? Ich wollte dich gar nicht mitnehmen. Ich habe meinen Briefkasten da rausgenommen. Was ist die Idee? Wo ist mein Briefkasten hin? Da. So, gut, dann muss ich ein paar Outfits speichern. Wie speichere ich denn die Outfits? Kann man ja wahrscheinlich hier drin machen, oder nicht? Am Schrank oder so. Gucken wir mal. Weiß ich mich gerade gar nicht genau, wie ich das mache. Hab's nämlich noch nicht gemacht. Gucken wir mal. Pass auf, gehen wir hier rein. So. Du kannst jetzt am Schränken Outfits für deinen Verwandlungsstab festlegen. Yes! Welche? Okay. Das ist gut. Ja, jetzt zieh ich mal um. Stab-Outfits ändern. So. Ach so. Kann ich hier drin ändern? Hä, hey, was hat er gesagt? So, Quatsch. Ein Holzschrank. Stab-Outfits ändern. Was sagt er denn? Du kannst keinen neuen Outfit erstellen, während du die Insel-Designer-App... Ach so, okay. Ja, dann machen wir die Insel-Designer-App mal kurz weg. Jeps. So. Los geht's. Man soll auch immer lesen, ne? Und nicht immer einfach nur schnell wegdrücken. Oh, cool. Also, gucken wir mal hier. Neues Outfit festlegen. Ja, cool. Guck mal, der stylische. Ein paar Schuhe brauchen wir noch. Da. Und dazu gibt's noch ein paar. Das ist doch schick. Das nennen wir einfach mal. Oh, das nenne ich jetzt einfach nur Outfit. Na, warte mal. Wie nennen wir das denn? Wie nennen wir das denn? Ach, ich komm. Kriegt jetzt einfach nur den Outfit 1. So. Ich habe keine Lust, einen großen Namen reinzuschreiben. Dann kommt noch ein Outfit hier. Natürlich der Superhelden-Outfit. Mit einer freakigen Maske. Aber dafür brauchen wir noch Schuhe, ne? Kann ja nicht barfuß da rumlaufen. Hier, super Schuhe. Da, jetzt nehmen wir einfach Outfit 2. Mein Outfit speichere ich auch nochmal. Und dann will ich nochmal mein Outfit haben, wie ich denn auch original aussehe. Ich bin so ein bisschen Clark Kent-mäßig nämlich, denn ich habe natürlich eine Brille. Und das ist meine Originalbrille, die ich auch wirklich im echten Leben trage. Dazu kriege ich das schwarze, sexy Socken. Ein paar weiße Schuhe dazu. Könnte man denken, ist eine Damenhandtasche. Könnte ja aber auch ganz stylisch einfach eine Indiana Jones Jacke sein. Tasche sein. So. Ich habe eigentlich meistens irgendwie, habe ich gar keine Mütze auf, muss ich zugeben. Aber wenn, dann wäre es eine Cappy. Aber brauche ich jetzt nicht. Was ist das denn hier? Wichtelkostüm. Okay.
das passt ganz gut. Trifft es ganz genau. Obwohl, das trifft es eigentlich auch ganz gut. Das sieht richtig sexy aus. Nein, wir machen mal das hier. Das sieht ganz gut aus. So. Cool. Bin ich nackig. Dann nehmen wir hier. Zack. Superman. Und raus. Ja, cool. Ein cooler Stab. Wie ihr den bekommt, ganz einfach. Ihr müsst einfach nur, wenn die Sternschnuppen da sind, nachts, immer nichts in der Hand haben und immer Richtung Himmel gucken mit dem rechten Stick. Und dann auf A drücken, wenn ihr die Sternschnuppe seht. Ihr hört die auch, die machen so ein komisches Geräusch. Tring, jetzt, wenn ihr das längst fliegt. So wie ihr es auch hört, wenn ein Ballon an euch vorbeifliegt. Bloß eben so ein Blinzelgeräusch ist das. So, und das könnt ihr dann machen und dann sammelt ihr ein paar ein. Da gibt es auch auf jeden Fall eine Belohnung für und ihr erreicht auch noch verschiedene Stufen in euren Erfolgen. Ja, Leute, das war's. Mehr kann ich euch gar nicht erzählen. Guck mal, hier steht noch die eine Hütte, die muss nämlich auch. Die muss ich auch mal noch ein bisschen bepflanzen hier mit ein paar Blumen oder so. Aber das kommt alles noch. So, was haben wir noch hier in der Hand? Ein Bidet. Marimba. Kassettenrekorder. Genau. Hier möchte ich mich später. Wie cool ist eigentlich der Strandabschnitt hier? Denn hier wird so einen kleinen Beach Resort geben. Hier werde ich ein paar Liegen aufstellen. Und dann können die Leute hier schön fläzen, sich erholen. Also das wird ein richtiger Kurort. Ah, hier Ludwig ist hier schon trainieren, der Gute. Ja. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist ein kleiner Einblick gewesen. Viel gab es jetzt nicht zu sehen, aber ich werde es immer wieder erweitern. Das wird jetzt ein Nebenprojekt werden, Animal Crossing. Und ab Montag startet dann wieder endlich eine normale Let's Play-Reihe mit einem neuen Spiel. Wovon dann auch wieder fast täglich wieder welche neuen Folgen kommen. Fast täglich jeden zweiten Tag neue Folgen kommen werden. Hoffe, ihr seid dabei. Und ja, Animal Crossing werde ich, glaube ich, später nochmal als Live-Event machen. Im Stream, denn ich habe mir gedacht, ich baue auch ein, zwei verschiedene Sachen ein, sodass man sich gegenseitig besuchen kann und ich vielleicht auch den einen oder anderen neuen Gegenstand finden kann. So, ich kann euch leider gar nicht zeigen, den Fuchs, der hier reingekommen ist, denn es gab auch den Fuchs, der Rainer war hier. Der Rainer hat mir verholfen dazu, dass ich sozusagen mein Museum vergrößern konnte. Das Museum ist nämlich jetzt das große Museum, das haben wir oben nämlich auch noch haben wir oben auch noch die Kunstarena. Das heißt, wir konnten von ihm ein Kunstobjekt kaufen. Und jetzt passt auf, kauft nicht das erste Ding, denn dafür will er fast 500.000 Sternis haben. Sagt, dass ihr wollt es nicht kaufen und dann bietet ihr euch das für 5.000, knapp 5.000 an. Das ist natürlich cool. So, da kann man die Fossilien noch sehen, ich dabei habe. Bäm. Zack. Also, zack. So, hoffentlich hat er davon noch nichts. Oh, das ist was Neues dabei, das ist schon gut. Ja, wir wissen, was du willst. Eugen, ne? Das ist auch eine Labertasche, oder? Wollen wir pennen gehen? Ich will was stiften. Naja, ist nur ein Stück, was er noch nicht hat. Was war denn das? Dino-Fußabdruck. Ah, ist doch gut. Bitteschön. Jetzt will er mir wahrscheinlich wieder was dazu erzählen, aber... Tut mir leid, ich will nicht alles hören. Ich habe Termine. Oh, gut. Nein. So, kann ich mal zeigen, wie viel größer das geworden ist. Hier oben ist jetzt nämlich der neue Bereich. Da kann man reingehen. Und sozusagen, das ist das neue Museum. Geht. Da, schaut euch das an. Wie man sieht, ist es doch komplett leer, denn ich habe ja noch gar nichts. Eine Sache habe ich abgegeben von diesem Rainer und dann kam er mit seinem Fischkoder an, aber ich konnte nicht drauf. Und dann habe ich versucht, guck mal hier, das habe ich da gesponsert, ne? Da. So, nun gut. Raus. Ja, gucken, was wir da noch so alles zusammenbekommen. Also man kann auf jeden Fall auf dem Fischkutter bei ihm da nachher oder auf dem Kutter bei ihm nachher noch Gemälde kaufen. Leider war es mir noch nicht vermocht, auf den Kutter raufzugehen. Vielleicht morgen. Mal sehen. Oder so. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann, würde ich sagen, beim nächsten Mal wieder. Und denkt dran, liked, wenn ihr es mögt, abonniert es und haut auf die Glocke. Darüber würde ich mich freuen.
Sagt's weiter. Bis dann. Tschüss.